Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS19 auf der Mühlenkreis Mittelland. So, starten wir mal hier. So, Motor starten. Licht an. Licht unten. Let's go, machen wir Licht an. Und weiter geht's. So, werden wir uns die letzten Meter hier dreschen. Dann haben wir es geschafft und dann geht es ins Ballenpressen. So, Dilly. Mal, ob wir jetzt alles in der letzten Bahn dann wegkriegen. Mal den Wutzel wegmachen, dann haben wir es geschafft. Würde ich mal so ganz stark behaupten. Ich spreche nicht fast alles in die Innenbreiten kriegen, muss ich zu sehr. Aber wir gucken mal. Die letzte Wahl. Dann haben wir es geschafft, dann gehen wir schon mal die Tankkraft zurückgeben. Den Rest verkaufen, würde ich sagen. Und dann fangen wir an mit Pressen. Dann muss ich mal irgendwo mal eine Flecke suchen, wo ich das einlaufen kann. Vernünftig laufen kann, sagen wir mal so. Ja, komm, letzten Meter noch. Kommt voll und voll. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht, oder? Schauen wir die letzten Meter. 3% haben wir noch. 2%, 1. Das geht nicht ganz auf, oder? Ne. 2,50 Meter fehlen. So, das ist hier. Ah, da drüben steht er. Muss ich erst mal gucken. Also ich mache aber jetzt so vorne, dass wir den Rest einfach mal reinkriegen. So. Ja, bist du alles gleich.
hin und weg. So, Händler. Garage, gemietete Fahrzeuge. Oh, was sind das jetzt schon wieder? Ich bin die Tage ganz einfach. Moment, ich komme gleich wieder. Ich müde mich mal kurz, bin auch sofort wieder da. Ich muss mal gucken gehen, was das ist. Wo ist der Mute-Knopf? Wo ist der Mute-Knopf? So, bin wieder da. Mal wieder der blöde Paketbote da bekommen, bevor schon Theo woanders geklingelt. So, gehen wir hier raus. Steigen jetzt hier ein und weiter geht's. So, gucken wir nochmal, wo wir hinkommen am besten. Das haben wir jetzt geladen. Weizen war das, ne? Weizen. Bester Preis ist nochmal Hafen. Ist noch der Hafen. Gut. Der fällt 62 und dann doch raus. Irgendwo Lichter ins Fahrrad. So, Dilly. Was der Schlepper hergibt. Auf zum Hafen. Die fahren mal alle ohne Lichter, wo der Stock dunkel langsam wird. Ja. Kriegst die Tür nicht zu. So, mal wieder abkürzen. Da wegen Hocker schmeißen wir auch mal einen Spruch ins Rammdämmchen machen. Gleich die Brücke, genau. Geben wir Vollgas.
Die es gibt Enfrot Hafen, genau. Hier irgendwas, das ist ein Schildchen. Die Schmuckhunde an der Bushaltestelle. So, jetzt haben wir schon den Hafen. Haben wir noch ein bisschen was Geld gemacht. Dann haben wir 750 gekriegt. Und 1000 Tonnen. Oder 2000 Liter. Im Prinzip pro Tonne, da sind ja aber alle Angaben ein bisschen sind. Das ist wieder ein bisschen anders. Wir haben fertig. Kommen wir gleich auf 60. Nur 5,6. 8000 nochmal. Das geht eigentlich. So, jetzt gibt es einen Platz. Immer dunkler hier. Ja, um hier. Im Schwung, jetzt fahren wir dann hinterher erstmal bis zum Hof runter. Bis zum Supermarkt. Auf 64. Da oben noch ein Schluck. Mal da sind. Sei auch oben. Das kommt gleich. Jetzt natürlich ist ja schon unser Hof. Aber da müssen wir noch ein Stück weit hin. Weil Feld 9 ist noch nicht gewürzt, kann man da nicht rüberpreschen.
Und jetzt. Das Server spielt mein Ladewagen. Jetzt nicht. Ich will mal gucken, wie viel PS der Stuhl hier hat. Und was ich mir für einen Ladewagen in welcher Größe ich mit ihm mieten könnte. Sag mal so. So, jetzt hier mal. Stroh zum Einströmen wollte ich eigentlich immer los machen. So. Vielleicht auch noch mal den mal kurz zur Werkstatt schnipsen. Der hat eine Reparatur nötig. Jetzt war ich so. So konfigurieren, hat er jetzt PS, hat der 214. Schnur. So ein Sesh. Und geht Haufen Kohle weg. So, jetzt wird noch. Was hat er gesagt? Der Mutter hat jetzt gerade gesagt, wie viel PS das Ding hat. 214. Okay, Shop. Ladewagen. Ja. Der braucht 120, der braucht 150. Der braucht 200, gegen wie hat er geladen? 45.000. 240, das kriegst du. Ne, wenn wir den mieten. Nehmen wir das Fettteil, das wird aber gemietet. So, jawohl. So. Muss mal schlappen, ja. So, bauen wir schon mal den Ladewagen. Und dann gehen wir in der nächsten Folge einen Stroh sammeln. Da steht auch schon unser Ladewagen. Wenn wir gleich hoch, dann hier. Dort werden sie schon keinen schnipsen. Aber dann nicht den riesen Umweg wieder fahren. So, die so, Hammer. Aber das mit dem Ladewagen machen wir dann wahrscheinlich, oder? Die Lenkung. Ja, so ganz bescheiden. So, Ladewagen. Das Stroh einladen werden wir in der nächsten Folge erst machen. Denn wir sind leider schon wieder am Ende für diese Folge. Ich weiß nicht, ob wir zum Feld fahren. Aber wir haben am Ende der Folge, wie ich gesagt habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Wenn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jasel.